Lauter tote Leichen. Überall. Ja, Gott sei Dank sind es tote Leichen. Ne? Jetzt auch noch klassische Zombies zusätzlich zu den Pilzinfizierten. Das wär's. Wenn jetzt die Toten auch noch wieder zurückkommen und Hirne essen, dann hätten wir wirklich ein Problem. Das wäre eigentlich mal ein witziges Szenario, oder? Dass zwei ganz verschiedene Gründe für Zombies gibt, die nichts miteinander zu tun haben und zufällig in dieser Welt gleichzeitig auftreten. Eine Pilzinfektion macht alle wahnsinnig und nachdem sie tot sind, werden sie aus irgendeinem vollkommen anderen Grund dann zu klassischen hirnessenden Zombies. Wegen Voodoo oder sowas. Und das passiert so in der Hälfte des Spiels vollkommen unerwartet und keiner weiß, was los ist. Das wäre mal ein What the fuck-Moment. Vorher werden die Regeln ganz klar etabliert, wie diese Infektion funktioniert und dann plötzlich Voodoo-Zauber-Zombies. Okay. So ein großes Gebiet ohne irgendwas ist komisch, oder? Ich weiß, dass du da bist, Owen. Wenn ich hier rein muss, gehe ich erstmal da nach hinten. Das ist immerhin eine Fallout 4 Löwenstatue. Ne, warte mal, das ist eine Seelöwenstatue. Aber wahrscheinlich wäre die Tür eh verschlossen gewesen. Die Fenster sind nicht echt, oder? Nee, okay. Das war unnötig. Sehr gut. Alt, was haben wir denn hier? Ein Ziegelstein, den wir nicht brauchen. Na dann. Aber im Grunde weiß ja, fällt mir gerade ein, weil vorher die Frage kam, wie das sein kann, dass nur Abby davon weiß. Im Grunde wissen ja scheinbar viele andere Bescheid. Nicht nur Abby. Die ganze Gang. Abbys Freundeskreis. Die wissen ja scheinbar alle vom Aquarium. Vielleicht. Gibt's eigentlich, meint ihr, einen Unterschied zwischen Flasche und Ziegelstein? Dass die irgendwie unterschiedlich Schaden machen oder unterschiedlich lang betäuben oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich mich im ersten Teil schon gefragt, weil ich habe mich halt gefragt, warum machen die Entwickler überhaupt zwei verschiedene Wurf-Items? Aber vielleicht, weiß ich nicht. Hatten die einfach Bock, zwei verschiedene Items zu machen, die man werfen kann. Ich meine, es gibt vielleicht Orte, an denen machen Flaschen mehr Sinn. Die Lautstärke ist anders, meinst du? Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, ja. Wehe, wenn du irgendwas wegen dem Glas sagst. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Oh. Blut. Das kann nur eins bedeuten. Vampire. Gerade war es noch eine ganz normale Pilz-Zombie-Apokalypse und dann, bam, Vampire.
Ich meine, Vampire hätten ein Problem, wenn durch so eine Zombie-Apokalypse die Menschheit fast ausgelöscht wird. Die müssen auch was essen. Und deswegen schalten die sich jetzt ein. Kämpfen an zwei Fronten. Einerseits müssen sie die Menschheit retten, damit sie sie weiterhin essen können, also austrinken. Aber gleichzeitig müssen sie auch gegen Menschen kämpfen. Vielleicht. Weil, keine Ahnung. Warum nicht? Da brennt Licht. Trinken Vampire nicht das Blut? Wäre die Abwesenheit von Blut nicht eher ein Indiz von Vampiren? Ich glaube, es sind Werwölfe. Na, vielleicht war es ein Vampir, der es einfach, vielleicht hat er gekleckert. Owen? Vielleicht hat er sehr hastig getrunken. Es gibt halt nicht mehr sehr viel Blut. Die sind froh, wenn die mal Menschen finden und dann... Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Oh ja, die Eichhörnchen waren's. Was soll das werden? Es sind immer die Eichhörnchen. Es braucht etwas Arbeit, um sie in Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... bereit. Hab eine Menge Skars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. Also greife ich sie und... Erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso.
Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Abby. Oh, jetzt sind wir wieder im Firefly-Krankenhaus. Ja, das finde ich auch, Federhawk. Die überhaupt, das Motion Capturing, auch das Facial Capturing, ist irre. Aber in Naughty Dog Spielen allgemein. Aber hier schon nochmal auf dem Höhepunkt bis jetzt bei The Last of Us 2. Diese verdammten Kinder. Seattle. Tag 2. Ich muss da immer an Turtles in Time denken. Es passt so gar nicht. Aber im ersten Level von Turtles in Time, beziehungsweise sagt der Sprecher da immer Ort und Uhrzeit. Und der sagt am Anfang: Scheiße. Big Apple, 3 a.m. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Und aus irgendeinem Grund, wenn das Seattle Tag 2 steht, muss ich immer an Big Apple, 3 a.m. denken. Aus Turtles in Time. Was mache ich hier? Genau, Big Apple, 3 a.m. Da. Nicht fallen. Okay. Okay. Klingt nach einem Plan. Jetzt legen die hier ein Skelett hin und kein Loot dazu. Das finde ich schon fast gemein. Wenn man ein Skelett hinlegt, dann muss man auch Loot dazu legen. Das sind doch alte Videospielregeln. Zum Glück war die Planke nicht 3 cm kürzer, die hat schon wirklich, oder gerade am Ende, an unserem Ende lag die aber schon auf den Zentimeter genau am Abgrund. Oh oh.
Da traut aber auch jemand dem Holz ziemlich, dass das nicht abbricht. Bisschen am Eck. Sicher, dass du sie gesehen hast? Ups. Fuck. Es war die Abtrünnige. Die Taste wollte ich drücken. Das erlebt. Manche Kinder sind von Geburt an verflucht. Ja. Munition, danke schön. Das sind so viele Hammer Brothers, die machen mich nervös. Hammer Brothers sind schon ziemlich krass. Haben wir schon in Mario gelernt. Ist in The Last of Us 2 nicht anders. Warum sind die so zäh, Mann? Ich spinn doch einfach. Okay, jetzt aber weg hier. Während wir den Hammerkerl verprügeln, schießen die auf uns wie blöd. Meine Güte. Und werfen Molotow und drehen total durch. Bist du in ein Hammer... Oh, da kommt noch ein Hammer. Ich lese es gleich, den Kommentar. Erst muss ich mal sie mit Feuermunition abschießen. Entschuldigung. Au. Mal schauen, wie doof die KI ist. Sehr doof. Ah, Mist. Der Freund auf der anderen Seite hat es gesehen. Sonst hätte es wunderbar funktioniert. Okay. Hammer time. Komm nur her. Nein, wo wirft denn Abby den Ziegelstein hin, Mensch? Wo wirft sie denn den Ziegelstein bitte hin? Verdammte Scheiße. Dahin anscheinend. Nein! Ach, das hasse ich so. Das habe ich schon öfter kritisiert. Das hasse ich furchtbar. Das ist zwar natürlich von der Darstellung her total schön gemacht, aber vom Spielerischen her hasse ich, dass ich immer die Waffe, die sie aufhebt, aktuell ausgerüstet habe. Das will ich nicht. Wenn ich die Pumpgun ausrüste, will ich, dass die Pumpgun ausgerüstet bleibt, wenn ich noch so viel Ziegelsteine aufhebe. Ich möchte, dass die in die unsichtbare Hammerspace-Tasche geschoben werden, die Ziegelsteine, und weg sind. Und nicht als ausgerüstete Waffe plötzlich erscheinen. Obwohl ich vorher noch die Pumpgun gewählt habe. Das nervt mich. So. Okay. Bist du in ein Hammeritenlager eingebrochen von The Dark Project Thief? Wahrscheinlich. Möglicherweise. Warum haben die auch so viel Hämmer?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe das Original Thief früher mal gespielt, aber das ist so lange her. Ich habe wirklich keine Erinnerungen mehr dran. Außer, dass ich irgendwo in einem Tunnel sitze und da brennt ein Licht und da sind zwei Wachen. Das ist wirklich so ein Bild, das habe ich vor Augen. Aber sonst habe ich keine Erinnerungen mehr. Das finde ich eigentlich ganz nett bei den, bei diesen Scars. Ist das so eine Art Codesprache. Die pfeifen quasi, um sich über größere Entfernungen Sachen mitzuteilen, die am besten hoffentlich dann der Feind auch nicht verstehen kann. So Morsepfeifen machen die. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee für so eine postapokalyptische Überlebenden-Sekten-Gang.